So, willkommen zurück. Weiter geht's hier. Direkt durchstarten, aber direkt. Gar nicht lange rumquaken. Uah. Ja, gut. Wir rennen mal in den Keller und holen uns mal direkt Holz, damit wir schon mal den Boden auskleiden können. Dann habe ich vielleicht auch ein paar kleine Anhaltspunkte, wo man denn ansetzen kann. Holz. Da. Wer schreibt denn jetzt schon wieder? Ach, hier. Madame schreibt wieder. Madame. Einfach nur Madame. So, Holz haben wir ja denn wohl bis von Hacke bis Nacke. Und dann ziehen wir mal los und dann müssen wir mal gucken hier. Ich muss mir jetzt echt. Ich mache mir gerade mehr in den Kopf, wo wir was zu essen herkriegen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan hier so. Wie Hannibal vom A-Team. Ich habe einen Plan. Der wird vielleicht nicht so geil, aber wir schauen mal. Grünzeug. Samen. Eisenkram. Hier. Da haben wir noch einen Wassereimer. Halt, wir brauchen eine. Wo war denn unsere Werkzeug? Da. Bogen. Haben wir jetzt noch gar nicht. Haben wir Sticks bei? Haben wir. Eisen? Nein. Brauchen wir hier bei. Bodenschätze, da brauchen wir jetzt drei. So. So, und dann so und. Ach, es war's schon. Eiserne Feldhacke, alles klar. Gut. Nehmen wir hier direkt noch das Zeug mit. Bodenschätze, da packen wir das Eisen wieder rein. Dann können wir mal hier nochmal Eisen nachlegen. Alles klar. Und dann ziehen wir mal los und hauen uns jetzt einfach mal hier so ein schönes Feld hin. Einfach so völlig unwillkürlich. Das packen wir jetzt hier irgendwo hin. Am besten da unten, hier so. Ach ja, Wasser. Ja, ist ja gut, du kriegst ja hier Wasser. So, so Wasser. So, da klatschen wir mal die Samen hin. Ach, hier muss auch Wasser hin. Mann, ey, ich hab doch nie so den grünen Daumen. Stellen wir mir noch Fackeln hin. Damit es hier nicht am Ende halt Tageslicht und so. So, schauen wir mal auf die Karte. Ja, ist auch gar kein Wasser in der Nähe, oder? Doch. Da oben ist ein See. Da spiken wir jetzt mal hin. Schaf nehmen wir noch mit. Mehr eure Wolle. Ist auch mal schön, es so Nacht zu machen. Direkt Schafe scheren. So, da haben wir Wasser. Hä? Ach Leute. Danke. War das jetzt so schwer? So, rennen wir wieder zurück. War natürlich schlau, wir haben ja immer noch nichts zu essen. Aber trotzdem rennen wir zurück. Wir müssen rennen. Direkt spiken wir nach Hause. Na? Na? Willst du ein paar von Kopp haben, ja? Leg dich nicht mit mir an, Junge. Ich mach dir ein neues Passbild, sag ich dir. So. Hallo, danke. Dann brauchen wir jetzt wieder unsere Hacke. Und noch ein bisschen Samen. Krass, wie schnell das Gras wegkaut. Was ist denn da los? So. Na, sie.
ist, dann wird hier alles schön. Schicki, 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 schicki. Ja, mal schauen. So, zwei haben wir noch. Da hauen wir hier noch einen hin. Das Gras ist auch ein bisschen anstrengend. So. Und dann lassen wir das ganze Zeug hier mal ein bisschen wachsen. Dann hoffen wir mal, dass da hier keiner was kaputt dich macht. Sonst rass ich aus. Hier kommen wir jetzt nicht rein, ne? Dafür aber hier. Hau ab. Bäm. Zack, direkt One-Hit, Double-Hit. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, Holz. Aber vor Holz. Heiern. Schläfi machen. Schläfi. Dann gehen wir nach oben. Oh, hier sind da bestimmt überall Zombies, Creeper, Spinnen, Enderman, Riesen, Schweine und was es noch so alles gibt. So. So, ausgeschlafen. Jetzt sind wir wieder halbwegs safe hier, wenn nicht noch irgendwo so ein Nachzügler, Creeper, Vieh kommt und uns mal wieder den Tag vermiest. Holz. Ja, das Stein. Wisst ihr Bescheid, ne? Das Stein. Nicht der Stein, nein, ist jetzt das Stein. Moment. Das lassen wir erstmal so, ich muss mir da was einfallen lassen. Oh, da schreibt schon wieder jemand. Kann doch nicht arbeiten. So, dann schnappen wir uns die Schaufel. Hauen hier alles weg. Reißen wir alles raus, aber direkt alles. Dann haben wir gleich wieder ein paar Samen, die können wir dann da mit hinklatschen. Packen. Anpflanzen. Und aus den Samen wird dann geiles Weizen und aus diesem geilen Weizen können wir uns dann geile Brötchen schmieren. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen lecker Happy Bappy für zwischendurch. Dann müssen wir bei Gelegenheit uns mal so eine kleine Farm anlegen. Wo wir denn mal ein paar Kühe züchten und die dann bei Gelegenheit killen oder was weiß ich. Schauen wir mal. Ach, da ist schon wieder das Stack alle. So, ja, wir finden da schon eine Lösung. Mann. So. Ja, wie gesagt, Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen, falls euch was einfällt und die Folge vielleicht nicht schon seit einem Monat hochgeladen ist, dann könnt ihr mir gerne sagen, was ihr denn gerne hier lieber hättet, was euch vielleicht besser gefallen würde. Und vielleicht gefällt mir euer Vorschlag und dann setze ich den natürlich auch um. Das ist gar kein Problem, weil, schon wieder Holz alle. Zack, jetzt haben wir wieder genug. Weil, ihr könnt ja jederzeit interaktiv da mitmachen. Und, dann kommen wir hier sicherlich zusammen auf einen grünen Zweig. So, ich mache hier erstmal Erde rein. Ich werde die sowieso nachher wieder rausreißen. Bloß erstmal, damit hier keine Zwischenräume entstehen. So. Ja, gut. Alles klar. So. Ach, wir ziehen das jetzt einfach durch. Hier ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, da kommt früher oder später sowieso dann noch was rein. Ach, hier fehlen ja wieder Steine. Hey. Was ist denn da los? Mal gucken, vielleicht kann man das ja ausgleichen mit einem Eckfenster oder so, obwohl ich jetzt nicht so der Fan bin von Eckfenstern. Das ist ja immer so eine Sache. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. So. Und
Vielleicht ist schon wieder ein Stack alle. Und dann müssen wir gleich mal gucken hier, was unser Korn sagt. Oh. So. Hier machen wir dann schön überall Holz hin. Dann kann man, ja, wir werden sehen. Also entweder vom Keller aus nochmal einen Gang hin. Oder nochmal direkt eine andere Treppe nach unten. Das werden wir sehen. Das könnt ihr übrigens dann auch entscheiden, was halt besser gefällt. Ja, dann schauen wir mal. Dazu möchte ich nochmal sagen, in letzter Zeit gab es ja viele Unregelmäßigkeiten in den Folgen. Und da wollte ich nochmal sagen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, kommt einfach auf meine Facebook-Seite. Da wird auch immer reingeschrieben, wann, warum und wieso. Also wenn jetzt Folgen ausfallen, warum und wann es die nächste gibt. Und halt, wenn ihr einfach immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann Facebook. Wisst ihr Bescheid. Ach, ich kann nicht. Doch, ich kann noch rennen. Facebook ist, ne? Ne, da wird auf jeden Fall immer alles hingeschrieben, was es Neues gibt, was so kommt, was so war und wieso und weshalb und warum. Und, ja. Link ist in der Videobeschreibung. Da steht dann immer, was so Phase ist. Ach, das reicht doch wieder nicht, oder? 3 Steine fehlen. Und dann muss ich hier auch noch was hochziehen. Oder ich mache halt wieder so einen Doppelbaum oder ein Eckfenster oder. Da schauen wir mal. Gut, wir haben keine Steine mehr. Gar nichts haben wir. Ey, was haben wir überhaupt? Nichts haben wir. Nichts. Gar nichts. Spinnenauge rein da. Fadenkanne rein. Da haben wir unsere Steinchen. Eisen. Kann hier mal direkt rein. So bei Bodenschätze. Ach, da. So. Ein paar Steinchen dazu. Ja, komm, einen brauche ich noch. Schneller. Schleift. Danke. Mann. So. Ja, ich bin heute ein bisschen ungeduldig. Ja, Schaf. Hier ist kein Rasen. Kannst du ja nichts futtern. Gibt's hier nicht. Ja, jetzt habe ich wieder mein ganzes Holz verballert. Jetzt haben wir keine Baumstämme mehr. Geil. Geil. So, dann ziehen wir das alles hier wieder so lang. Und vielleicht kann man ja hier oben so eine schöne Terrasse oben drauf basteln. Da schauen wir mal. Hier die Steine, die können ja auch weg. Von der Theorie her. Und von der Praxis auch. Also die können auf jeden Fall hier weg. Da schauen wir mal, ob ich die dann wieder dahin zimmer. Wie gesagt, entweder lasse ich es offen oder ich mache hier so einen, ja, so einen kleinen Gang durch. Das könnt ihr gerne entscheiden, je nachdem, wie es euch beliebt. So, dann hauen wir die Steine mal hier noch schnell rein. Zack. Und dann werden wir uns mal jetzt zu unserem Feld begeben. Und dann schauen wir mal, was das so macht. Vielleicht ist ja schon was gewachsen. Sieht nicht so aus, als wenn das schon fertig ist. Ah, ich kann so nie arbeiten. Das geht nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Samen dazu bekommen. Die hauen wir mal direkt hier so hin. Hier. 5. Zack, 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 zack. Und dann lassen wir es wachsen. Ja, wir werden hier auf jeden Fall elendig verhungern. Elendig werden wir verhungern. Wir gehen mal so rum. Wenn wir Weizen haben, dann können wir auch die Schafe alle so holen. Zu uns. Und dann bauen wir denen ein schönes Gehege. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Na toll. Also ab ins Häuslein. Und dann hier wieder runter. Und dann wollte ich mal gucken. So, und unsere Vorratskiste. Wo war die denn jetzt wieder? Nahrung. Rohes Hühnchen haben wir noch. Oh, sehr schön. Das werden wir uns mal auch... Ja. Alles klar. Gut, dann hauen wir hier nochmal das rohe Hühnchen rein und dann snacken wir uns mal hier so ein Steak. Zack. Und dann stellen wir uns hier mal in die Ecke. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Tschüss.